Kaum ein Unternehmen hat es so sehr geschafft, das tägliche Leben so zu verändern wie Google. Der Einfluss des kalifornischen Unternehmens auf die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und uns von einem Ort zum anderen bewegen, ist so alltäglich geworden, dass es uns kaum noch auffällt. Viele wissen wahrscheinlich, dass Google weit mehr ist als eine Suchmaschine. Im Vergleich mit den anderen Geschäftsfeldern wirkt die Suchmaschine aber fast schon langweilig. Deshalb schauen wir uns heute einmal an, was Google eigentlich sonst noch so macht und stellen uns die Frage, wie groß ist Google? Wenn wir heutzutage über Google sprechen, müssen wir auch über Alphabet reden. Denn seit 2015 heißt das Unternehmen hinter der Suchmaschine gar nicht mehr Google. Den Führungskräften damals ist aufgefallen, dass Google viel zu groß war und zu viele Nebengeschäfte zusätzlich am Laufen hatte, dass eine große Umstrukturierung notwendig war. Seitdem ist Google nur noch eine Sparte von Alphabet. Dieses Mega-Unternehmen ist von seinem Wert her weltweit nur mit Amazon und Apple vergleichbar und war auch das dritte Unternehmen, das einen Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar innehatte. Für die meisten Menschen beginnt das Surfen im Internet genau hier. Um ein ungefähres Gefühl für die Größe des Kerngeschäfts mit Suchanfragen zu bekommen, muss man sich nur vor Augen führen, dass Google jede einzelne Minute an jedem einzelnen Tag etwa 3,8 Millionen Online-Suchanfragen bearbeitet. Das sind 228 Millionen Suchanfragen pro Stunde, 5,6 Milliarden Suchanfragen pro Tag oder rund 2 Billionen Suchanfragen pro Jahr. Aber Moment mal, Google ist doch kostenlos. Wie lässt sich denn damit so viel Geld verdienen? Grund dafür sind die gesponserten Suchanzeigen, die bei fast jeder Suche angezeigt werden. Um ganz oben angezeigt zu werden, bezahlen Unternehmen sehr viel Geld an Google. Und dabei geben diese Unternehmen auch gerne etwas mehr aus, weil sie genau entscheiden können, wer ihre Anzeige sehen soll. Bei einfacher Fernsehwerbung ist das zum Beispiel nicht der Fall, wodurch Google viel attraktiver als Fernsehen oder Radio ist. Zusammen mit der Werbung auf YouTube und vielen anderen Internetseiten nimmt Google jedes Jahr etwa 120 Milliarden Euro an Werbegeldern ein. Und das bei relativ überschaubaren Kosten. Und wie investiert Google bzw. Alphabet dieses ganze Werbegeld? Die meisten Ideen, die Alphabet zu einer der größten Firmen weltweit gemacht haben, stammen gar nicht von dem Unternehmen selbst, sondern von vielen kleineren Firmen, die eingekauft und weiterentwickelt wurden. Mit einer unersättlichen Geldquelle im Rücken geht Alphabet gerne auf Startup-Einkaufstour und wenn nicht jeder Kauf ein Treffer ist, so haben sich einige Zukäufe dafür umso mehr gelohnt. Im November 2005 gab Google zum Beispiel die scheinbar irrsinnige Summe von 1,65 Milliarden Dollar für YouTube aus. Eine Nischen-Videoplattform, die von einem Trio ehemaliger PayPal-Angestellter gegründet wurde. Die dachten, dass die Nutzer die Plattform verwenden würden, um Hochzeitsvideos zu teilen. Heutzutage könnte man sagen, dass es vielleicht doch etwas mehr geworden ist als ein paar Amateurvideos. Mit dem 50 Millionen Dollar Kauf von Android hat Google 2005 ein weiteres Schnäppchen gemacht. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 85% des weltweiten Smartphone-Marktes auf Android basiert. Damit ist Android das geworden, was Windows für den PC ist. Eine weltweit etablierte Software für all diejenigen, die kein Apple-Gerät haben wollen oder es sich nicht leisten können. Zusätzlich dazu entwickelt Google mit den Pixel-Geräten auch eigene Smartphones, die natürlich als allererstes mit der neuesten Software-Version von Android versorgt werden. Den Einstieg in den Handymarkt hatte Google geschafft, indem sie den angeschlagenen Hersteller Motorola gekauft haben. Wir haben uns bisher hauptsächlich die Tätigkeitsfelder angeschaut, die unter der Marke Google laufen. Und dabei noch nicht einmal über Google Chrome oder Google Maps gesprochen. Aber unter dem Schirmkonzern Alphabet gibt es noch viele weitere Unternehmen und eigentlich würde jedes davon genug Stoff für ein eigenes Video liefern. Da hätten wir zum einen die Nest-Sparte. Im Jahr 2014 zahlte der Konzern satte 3,2 Milliarden Dollar für das Smart Home Unternehmen. Nest wurde 2010 von zwei ehemaligen Apple-Mitarbeitern gegründet, deren anfängliches, bescheidenes Ziel es war, einfache Thermostate mit dem Internet zu verbinden und so programmierbar zu machen. Seit dieser Übernahme hat sich die Sparte des Unternehmens erweitert und bietet nun auch smarte Alarmsysteme, Sicherheitskameras und Home Assistant-Geräte an. Außerdem gibt es noch Waymo. Hier werden selbstfahrende Autos entwickelt, ein Gebiet, in dem vor allem auch Tesla sehr aktiv ist. Aber auch Alphabet konnte bereits einige Erfolge erzielen und man kann davon ausgehen, dass dieser Markt in den nächsten Jahren noch sehr stark wachsen wird. Es ist fast einfacher aufzuzählen, in welchen Bereichen Alphabet nicht aktiv ist,
denn es gibt auch noch Abteilungen für künstliche Intelligenz, Gesundheitswesen, Energie und einen 5 Milliarden Euro großen Fonds, der in andere vielversprechende Unternehmen investiert. Google ist eine Datenkrake, das lässt sich kaum anders sagen. Und es besteht die Möglichkeit, dass Alphabet aufgrund seiner gigantischen Größe in den nächsten Jahren immer mehr in die Schusslinie von Regulierungsbehörden wie der amerikanischen Regierung gerät. Führende Politiker haben sich besorgt über potenzielle Monopolpraktiken und den Missbrauch von Kundendaten geäußert. Als Alphabet die erfolgreiche Übernahme des Gesundheitstrackers Fitbit für 2,1 Milliarden Dollar bekannt gab, warf dies auch Fragen auf, was genau Google mit all diesen sehr persönlichen Trainingsdaten machen könnte. Sollte Alphabet weiter wachsen, besteht die Möglichkeit, dass es irgendwann gezwungen sein wird, sich in kleinere Unternehmen aufzuspalten, um die Macht über die Daten auf mehrere Unternehmen zu verteilen. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Und am Ende muss sich jeder selbst fragen, ob es in Ordnung ist, wenn Alphabet unsere Daten sammelt, um uns im Gegenzug praktische Tools zur Verfügung zu stellen, die wir jeden Tag nutzen können. Wie denkt ihr darüber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und abonniert auch gerne diesen Kanal, falls ihr mehr solche Videos sehen möchtet.